Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann NiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge haben wir hier ein paar freie Kämpfe gemacht im Kolosseum und ich würde sagen, wir machen heute auch weiter. Wir müssten eigentlich mal Glück haben, schnell damit fertig werden. Also nicht schnell, aber in diesem Part wenigstens. Und ja, ich habe gemacht, was ich am Ende des letzten Parts gesagt habe. Ich habe alle Waffenmodifikationen nochmal zurückgesetzt und neu verteilt und ja, ich habe so Gefühl, ich bin jetzt ein bisschen besser hier am Start. Ich werde jetzt nicht jedes Dinge noch mal zeigen, was ich alles ausgewählt habe und so. Ich habe mehr oder weniger bei jedem das gleiche mal ausgewählt. Entschuldigung, ich bin die ganze Zeit am Aufstoßen hier. Und ja, bei Cloud, Barret und Tifa habe ich immer physische Attacke und zusätzlich Materia Slots ausgewählt und ja, ich habe jetzt mit dem Charakter eine ganze Menge hier bei einigen Waffen. Ja, jede Waffe hat, glaube ich, mindestens 4 Sachen, was nicht schlecht ist, ne? Und ja, bei Aeris habe ich mehr oder weniger nur MP, zusätzliche MP und magische Attacke ausgewählt. Also ja, ist ein bisschen einseitig alles, nicht die ganzen fancy Sachen hier ausgewählt, wie weiß nicht, HP sind auf 100%, tust mehr Schaden machen und all sowas. Habe ich alles erstmal stehen gelassen und ja, nachher die Materie, die habe ich auch ein bisschen. Es sieht ein bisschen ordentlicher jetzt aus. Und ja, da zeige ich jetzt auch euch mal ganz schnell. Und zwar, ich habe bei jedem Charakter eine blaue als erste. Guck mal, wie ordentlich das jetzt aussieht, ne? Ich habe 3 solche pinke bei jedem hier. TP Boss Ausweich provozieren. Jeder hat so eine elementare Angriffsmagie, so Glut, Gewitter und Frost. Dann hier einmal heilen, Zeit und nochmal heilen, also so Hilfssachen und den Rest halt. Ne? Feines Können habe ich natürlich. Analyse merke ich gerade, habe ich nicht. Ja. Ich nehme an, wir werden jetzt nicht. Ich tue jetzt mal anstatt stehen Analyse ja noch kurz rein. Für den Fall, dass wir das vielleicht brauchen. Und ja, ich glaube, ich werde mal mit Tifa und Barret hier reingehen. Ah ne, ich muss immer noch das hier machen, ne? Ja, hier kriegen wir ja auch noch mal zusätzliche Punkte für unsere Waffen. Also ja, gut, machen wir das. Und ja, zack. Wir kämpfen mit Barret gegen einige Shinra-Truppen. Das ist a dream come true für Barret. Oh, so viele Shinra-Truppen, die ich vernaschen kann. Geil. Sag. Bonk. Das ist wie so ein feuchter Traum für Barret. Geil. Ich getroffen. Ich könnte für Barret hier eigentlich dieser Kämpfe machen, damit er hier gleichen Level ist wie die ganzen Charaktere. Ich weiß ja nicht, ob die auch Erfahrungspunkte bekommen oder nicht. Wenn ich jetzt hier so Solo-Kämpfe mache. Oh, bonk. Die können gar nicht aufstehen. Okay, das ist ein bisschen broken. Ist außerdem aufgefallen, seit ich das letzte Mal gespeichert habe, hat Cloud 2 Level Ups bekommen. Er ist jetzt 2 Level stärker, ist auch nicht schlecht. Was wird eigentlich rennen? Alter! Bonk! Vor allem das Nachladen, das tut irgendwie voll schnell hier aufladen. Oh Gott, was? Mit der Abrissbeeren vom Barret. Bonk. Ja, okay. Aber man merkt irgendwie, dass ich die Dinger ein bisschen geändert habe, ne? Ein bisschen geordneter gemacht habe. Damit es so gut wie nicht magische Attacke oder so. Also alles, was nicht irgendwie physischer Angriff oder zusätzliche Materie war, habe ich nicht ausgewählt. Was ist eigentlich sein aufgeladener Angriff? Das gefällt hier. Er hat gar keinen aufladenden Angriff.
Ja, warte mal. Ey, er kann ihn gar nicht erreichen. Da wurde mal hingegen, ja. Einfach durch ein Schild durch. Alter. In die Fresse. Warte, wie habe ich eine andere jetzt getroffen? Da war er noch da hinten. Egal. Mach dich bereit zum Abkassieren. So. Gott. Verheil. Das wollte ich gar nicht. Meine Angriffe machen aber auch Schaden, ne? So, was hast du denn hier noch? Bebenerde. Ah, ja. Ach man, ehrlich. In die Fresse. Ja, ich wollte schon sagen, er hat gerade irgendwas gemacht, ne? Was hat für ein Angriff? Das ist ein Rollangriff, cool. Cool. Wenn ich aus der Rolle direkt angreife, dann macht er so einen komischen Angriff. Cool. Schon besser als der normale Angriff, finde ich. Ja, ich bin hier. Ah, sehr gut. Also schauen wir mal auf normal. Letztes Mal ja Dings hier leicht geschafft haben, gezwungenermaßen, weil wir klassisch gespielt haben. So, ich werde jetzt nicht noch mal hier Dings ändern, nachgucken hier, wenn ich noch leveln muss, waffenmäßig. So, und dann noch mal mit tiefer schaffen wir auch locker kommen. Müssen wir eigentlich? Da sind noch 3 Kämpfe übrig. Ne? Schaffen wir bestimmt noch in dem Part. So, hi. Sie auch so ein Rollangriff? Naja. Wäre irgendwie cool, wenn sie aus dem Rollen hier diesen Angriff machen könnte, ne? So, wenn ich jetzt in Fesseln einsetze, ne? Dann habe ich das im nächsten Kampf nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Ah. So, ich mache es mal eure Dinger wieder kaputt am Rücken. Oh Gott, das hat sogar weh getan. Mal ein paar Vorkehrungen hier. In die Fresse. Alter. Reduziert, ach so. Okay. Ja, ich werde ein bisschen geil, stimmt. Warte. Mann, geh weg. Ausgewichen, was? Stimmt, da war ja was, ne? Vielleicht habe ich euch beide, jawohl, mehr oder weniger. Ich möchte gerne die neuen Limit-Attacken sehen. Nein. In die Fresse. Nennt man diesen Schulterangriff hier, den sie bei Sprengfaust einsetzt, den sehe ich irgendwie überall. Tales of Serie, ich glaube Jude konnte auch so einen Angriff, ne? Genau den Angriff meine ich.
Ja, sieht so cool aus, wenn man mit ihr irgendwie so eine so viele Angriffe macht, ey. Alter. Jetzt so einen coolen Kampfstil. Vor allem im Original sah halt voll blöde aus. Die ist einfach auf den Gegner zugerannt. Du konntest ja natürlich nicht solche Kombos machen im Original. Du konntest einfach nur halt nicht Angriff zaubern und all sowas. Ne? Und ja, wenn du normal angegriffen hast mit ihr, das sah voll stumpfsinnig aus, ey. Ach man. Die ist wortwörtlich auf den Gegner zugelaufen, hat den einmal geschlagen und dann einmal mit einem Fuß so gegen das Schienbein getreten. Den dich. Also die hat nur so zwei stumpfsinnige Angriffe gemacht, ey. Voll bescheuert aus. Bei Aris war es sah auch irgendwie komisch aus. Sie hat irgendwie, weil nicht, die hatte nicht so Fernangriffe. Die hat halt, oh Gott, ich habe gar keine. Die hatte gar keine Fernangriffe, so wie hier in dem Spiel, sondern nur physische Angriffe halt, ne? Wenn sie normal Angriff eingesetzt hat, bevor die angegriffen hat, hat die erst noch den Stab so vor sich geschwungen, so. Dann ist sie voll auf den Gegner gesprungen, hat den einmal geschlagen. Weil irgendwie voll over the top aussah. Finde ich gut, halt ihr für besser aussieht. Oh Gott. So, jetzt komm her. Oh Gott. Kommt noch mal auf mich zu, oder? Sehr gut. Muss man ja diese Angriffe hier auf L1 die Angriffe mal irgendwie bearbeiten. Mal ein paar bessere Angriffe da drauf packen. Hat schon lange nicht mehr aktualisiert. Okay, Blitz. Ich habe keinen Blitz. Und zack, gut. Mit Tifa macht ehrlich gesagt schon ein bisschen mehr Bock zu spielen. Ist mehr, wenn sie auch noch so ein Konter hätte wie Cloud. Ja, dann bleiben glaube ich noch zwei Kämpfe übrig, ne? Ja, dreier Team für Shinra Berserker und zwei Team für das Team Slumschreck. So, da kriegen wir Tarotkarten. Okay. Überraschungstüte mal eins, was? Auch wenn man das einmal erledigt hat, dann kriegt man irgendwie was. Eine Wundertüte. Ein bisschen deren feines Element nur ihr gemeinsames Blutdurst ist. Ja, schaffen wir schon. Wird schon klappen. Sind wir zu dritt. Also Gegner sind immer noch gleiche Anzahl, so ungefähr. Ja, wahrscheinlich ein bisschen stärker sein, ja. Die sind eindeutig ein bisschen stärker. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen chaotischer, ne? Und ach nee. Oh. Zack, so. Da ist nur der Geist übrig. So, Barrett, du hast Feuer. Auf dem fertig. Was kommt? Das macht auch irgendwie gar keinen Schaden. Na komm hier. Ich glaube, der Kampf wird ein bisschen nervig. Wirkungslos, geil. Dann kann ich also nur mit Magie angreifen, geil. Bird hat jetzt nicht gerade den größten Magiewert, deswegen ja, Mogelbombe bringt das was.
diese Schlange bringt gar nichts. Oh, das bringt sogar was. Das ist eine magische Bombe, deswegen, ne? Na, guck mal. Na, guck mal. Bringt's auch voll. Wo ist er? Ja gut, der hat das noch nicht geworfen. Sehr gut. Beschwörung ist nicht dämlich, sehr gut. So, hey. So, Eis ist hier wirkungsvoll. So, bitte jetzt nicht wieder so blöde Magie-Viecher. Finde ich jetzt ein bisschen blöde. Und den Kampf hier ein bisschen unnötig. Oh, na warte du. Na komm her. Ist nicht anfällig gegen Blitz. Egal. Ich wollte trotzdem Blitz durch die Ohren. Um die Ohren meine ich. Komm her. Ja, fliegt. Fliegt, Tifa, fliegt. Das ist doch höher. Höher fliegen, nicht tiefer. Versteht ihr es? Okay. So, das ist jetzt die dritte, ne? Ja, wenn man allgeil. Also kann ich eigentlich doch hier wie blöde Magie anwenden. Oh, Sagen. Lang ist es her. Wow. Schnell weg gewesen. Ja, geblieben. Na, Sprung. Konter. Bist du ein Dragoner? Ich denke nicht. Kriegst keine Badass-Rüstung oder so. Und ich glaube, wir waren alle gerade Frösche für eine Sekunde. Tiefer hat ein Level up. Ist jetzt ein höheres Level als Cloud. Ich glaube, der war schon Level 29, ne? Wenn ich Glück habe, könnte ich ja vielleicht noch Leviathan schaffen, ne? Dass wir ein bisschen stärker geworden sind. Hoffentlich. Was gar nicht. Wir bekommen nämlich ganz schön Level hier. Boom. Ah. Ja, jetzt habe ich... Okay, Tifa ist ein höheres Level als ich. Geht ja mal gar nicht. Ich bin ja der Hauptcharakter. Ah! In die Fresse. Eis, Tifa. Boom. Boom. Sehr gut. Sieg. Okay, cool. So, wer oder was seid ihr? Ich hab schon mal gegen euch gekämpft. Ja. Ach ja, da war so ein nerviges Viech, was so eine mehr oder weniger Boss war. Für eine Weile. Boom. Wie funktioniert denn das jetzt? Er ballert seine Abrisskugel. Mein Gott, Eis brauche ich. Tifa. Okay, irgendwas war mit ihr gerade. Erstmal du. Sehr geil. Oh, ich habe keine Links. Was? Nein, boah. Nein, du nicht auch. Ich trenne dich mal von der Gruppe. Ja, toll. Das Ding bewegt sich gar nicht weg. Ich weiß, warum sind diese Balken auf einmal so? Warum verlieren die irgendwie so Farbe oder was auch immer es sein soll? Oh Gott.
HP-mäßig geht es aber relativ gut, ne? Dafür, dass wir nicht so, weiß nicht, so wirklich die Oberhand haben, finde ich. Ich würde schon sagen, bist du jetzt gerade weggegangen? Und maximale Wut. Alter, macht das Schaden. Aber es ist er weg. Okay, tiefer. Ja, das Spin-Angriff ist richtig gut aus dem Rollen. Und maximale Wut. Nein, Materia-Stufe. Heilen hat die nächste Stufe erreicht. Ich glaube, das ist auch jetzt maximiert, ne? Geblieben. Das ist jetzt so ein Geräusch. Bleibst du mal stehen? Oh. Da kannst du mal stehen bleiben? Und dann fliege ich jetzt die ganze Zeit ab. Bonk. Okay, da war ein bisschen nervig. Ist wie ein Teil so fürs Perry, wo die Gegner vor allem wegrennen. Ne? Löste Spielmechanik überhaupt. Ey. Da habe ich schon 1000 Mal angesprochen in dem Spiel. So, was sind Tarotkarten? Ich würde sagen, das wird zum Ausrüsten, Accessoire, Zubehör, was weiß ich. Gucken wir mal. Da. Verlängert die Dauer von Debuffs, die auf die Gegner gewirkt werden. Da können wir uns, okay, so schlecht geht uns eigentlich nicht. So. Wie hat Tifa es geschafft, jetzt auf einmal uns einzuholen? Oh, weil sie nicht so viele Erfahrungspunkte braucht wie Cloud, ne? Sie hat 1117 von 5600. Okay. Ja, okay, ist klar, die uns dann eingeholt hat. Da ist Tifa, macht jetzt mal Pause und die Männer legen das hier mal. Müssen wir jetzt eigentlich auch schaffen, ne? Komm. Lauter Teilung. Ich glaube, wir haben niemanden mit Analyse dabei, aber was soll's. Zack, zack, zack. Zack. Ich hab gesagt, zack. Dann sehe ich ja jetzt, ob Tifa überhaupt Erfahrungspunkte bekommt oder nicht. Die hat jetzt 1100 irgendwas, ne? Aber ich habe Schwertsturm auf 2 Knöpfe. Also jetzt habe ich schon wieder Angst, dass, weil ich das hier jetzt alles mache, dass ich schon wieder zu stark bin für die Story oder so. Aber nee, ne? Ups. Ich hätte gedacht, ich hätte irgendeinen Angriff. Ah, Vorsicht! Ich hätte gedacht, ich hätte irgendeinen Angriff auf die Schnelltasten, aber anscheinend nicht. So, wo bist du? Wilder Wachhund. Noch Mann. Die blöden Hunde, die kommen nicht auf mich los, wenn ich in Konterstellung bin, irgendwie. Geblockt. Ah, zu spät. Der gehört aufs Maul. Konter, glaube ich. Nee. Ah, was? Nein, Dreck. Ich muss meine Abrissbände nachladen. Pass auf, Cloud. Du! Nein. Alter. Ah, oh, ich hab doch. Geh runter von ihm. Alter.
hängen geblieben war. Der hat mich vom Zaubern abgehalten, dieser Pisser. So, ich muss mich mal ganz hoch ein. Ich sehe einfach nur Barrett wieder auf so einen Hund einprügelt. Hast du jetzt nicht gedacht, ne? Busch. So, oh Gott. Und das ist ein Postkampf-Thema im Hintergrund. Im Hintergrund am Laufen ist so. Hier Blitz. Bin ich ein Boss mehr oder weniger? Ich fühle mich ausgefordert. Mein Abgespann ist viel größer. Bist du eine blöde Ratte? Geh weg. Au Gott. Aber jetzt was? Barrierendurchbruch. Stimmt. Ich versuche da einfach mal. Nein, nicht auf dich, verdammt. Das hat aber geklappt, gut. Oh Gott, das wird weh tun. Oder auch nicht. Warum hält denn das nicht so viel aus? Sehen wir das Teil, oh Gott. Oh, meine MP wurde, glaube ich, so oder so verbraucht, ne? Gott verdammt, ey. Warum ist dieses Mini-Viech genauso nervig wie das andere? Oh, verstummt. Und ich kann mich nicht von stumm heilen, weil ich keine Gegenstände einsetzen darf. Super. Und ich habe auch schon mal in die Fresse. So. Der Stumm muss jetzt langsam mal weggehen, aber es sieht nicht so aus, als würde das eine Weile lang irgendwie kaputt gehen. Gott, geh mal weg, geh mal weg. Oh mein Gott, ehrlich. Dann warte mal, Stumm ist weg. Gut. So, dann machen wir erstmal beschwören. Das war beschwören, klingt noch geiler. Ist das eigentlich der letzte Kampf? Weiß ich gar nicht. So, Ifrit, mach ihn plot. So, einmal Vitaga. Cool. Erstmal Fähigkeit, ja. Bestimmt Schaden, ne? Noch mal, geh weg. Dünn, dünn. Oh cool. Ja, ich dachte halt mehr so was von dem Boss hier. Ja, klappt schon. Ja, und zu dritt auf ihn los. Wo nur zwei eigentlich erlaubt waren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boom. Oh Gott. Au. Seine Keule ist größer als meine. So, Blitzra kann ich auch mal versuchen. Alter, er hat viel Schaden gemacht. So, Ifrit, ja, wollte gerade sagen. Feuer der Hölle! Ah. Ja, 5000. Vielen Dank. Aber noch nicht genug, Ifrit. Er ist noch am Zucken. So. Wir kriegen mal voll wenig Erfahrungspunkte, oder Mac? Bilde ich mir halt nur ein. So, gehen natürlich noch weiter. Da ist ein Bomber. Haben wir schon gegen Bomber gekämpft? Nee. Ich habe jetzt keine Analyse dabei. Geil. Mit
sag mir, wenn der explodiert, dass er halt nicht über die ganze Dings hier geht, über die ganze Arena oder so. Ah, ehrlich. Ah, ehrlich, hör auf damit. Du blödes Mistviech. Na warte, da komme ich jetzt da hoch, ey. Was? Okay, wie macht er das? Auf, Mann. Hab ich nicht auf Wind ausgerüstet? Ja, habe ich. Cool. Zum Glück habe ich heilen alle ausgerüstet, ey. Ist diese blöden Zauber, die bleiben irgendwie nie stehen so richtig. Ich werde ja wohl irgendwann noch mal einem Bomber irgendwie begegnen oder so. Von daher habe ich einmal Analyse nicht dabei, ne? Oder habe ich Analyse dabei? Ich glaub, tiefer Analyse, ne? Cloud hatte Feindes können, ne? Welt feigt irgendwie nicht. Na, diesmal habe ich geblockt. Ja, was machst du jetzt? Oh, bleib doch mal hier, ey. Der Bomber ist gleich schon tot. Okay, das war. Warum ist er nicht explodiert? Normalerweise explodieren die, wenn man denen genug Schaden macht. Okay, das ist Kacke. Hör auf damit. Bleib an einer Stelle stehen, damit ich auch treffe. Boah. Da habe ich gleich einen Anfall. Hey, Junge. Hier, Gemach, komm. Ja, nicht funktioniert, ne? Danke. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit denen seinen Bewegungen dann auch macht, aber. Zack, zack. Boah. Schon feig, ey. Du bist voll nervig zu kämpfen, weißt du das eigentlich? Danke. Keine große Sache. Boah, Vorsicht. So, ah, kommt noch ein Kampf. Viele Kämpfer kommen denn hier noch. Runde 5 von 5, okay. So, Blitz, dagegen habe ich was. Modifizierter Sarah, oh Gott. Brauchst du eigentlich gar nicht so viel Strategie, ey. Muss ich einfach nur so durchprügeln. So das Gefühl. Das ist ja einer an, ey. Boom. So, aber dass du Wind, damit treffe ich sowieso nicht, aber versuchen wir mal. Na. Oh. Hat er mich schon wieder abgehalten, bevor ich überhaupt machen kann, ey. Geil. Aha. So, komm her. Combo. Alter. Pff. Diese verkackte Abbruchsbeine macht ganz schön Schaden. Ja, weiter so. Cool. Und wir haben einen Mogri-Talisman bekommen. Er ist jetzt nicht das gleiche wie so eine Medaille, ne? Hoffe ich. Da kommen aus Sicherheit noch einige Sachen. Irgendwann, da kommt mit, da kommt schon mit Eris noch irgendwie so was. Irgendwann. Okay, Mogri-Talisman. Bitte sag mir, das hat irgendwas mit Erfahrungspunkten oder so zu tun. Oder so was ähnliches gab es, glaube ich, in Final Fantasy 6. Erhöht die Fundrate nach Siegen über Gegnern. Ich meine, ja, aber was gibt es denn hier großartiges, was die Gegner hinterlassen, ne?
Ich meine, irgendwie sehe ich hier nicht. Ja, Kaktor. So ein Kampf gegen das eine Viech, ne? Ich meine, die ganz geilen Sachen sind ja meistens immer nur zum Stehlen oder hinterlassen. Irgendwie nach Bosskämpfen und so, aber jetzt weiß ich nicht. Gibt es denn ja gute Sachen zum Droppen? Jetzt eigentlich nicht viel, finde ich jetzt. So, ganz kurz gucken, 130. Ich weiß nicht, woran sich das immer erhöht mit der Waffenstufe. Ich glaube pro Level, ne? Aber ich meine, das war bei Barrett 120 vorhin, jetzt ist es bei 130. Bei Cloud ist es 125. Warum ist denn das bei dem so niedrig? Und so wie es aussieht, scheint Waffenstufe 6 das letzte zu sein, weil dieser Kreis, der ist jetzt irgendwie so voll fast, ne? Wir sind Waffenstufe 5. Man sieht da irgendwie, weil nicht so, die Balken sind irgendwie so getrennt von so kleinen Strichen, so 1, 2, 3, 4, wir sind jetzt beim fünften. Also nehme ich mal Waffenstufe 6, das letzte, ne? Was ja auch nicht schlecht ist, ne? So, wie viele Erfahrungspunkte hat Tifa? Die hat auch Erfahrungspunkte bekommen. Ich glaube nicht so viel wie Cloud, aber keine Ahnung. Egal, wir haben alle freien Kämpfe hier erstmal erledigt. Da kommen bestimmt noch irgendwann irgendwelche, ne? In Zukunft oder so. Aber erstmal sind wir ja fertig. Und wir sind aber fertig mit dem Part. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. In der nächsten Folge machen wir dann weiter. Und was müssen wir eigentlich hier noch machen? Nicht mehr so viel, ne? Wir haben jetzt abgeschlossen. Ja, wir sind eigentlich schon fast fertig, ne? Nach die Juwelen, die müssen wir nachholen. Okay, gut, dann sage ich, wie ich das. Ich sage euch dann, wie ich das mache. Wir müssen ja zu verschiedenen Orten hingehen und ich werde dann zu diesen Orten hingehen und mich dann reinschalten, wenn ich dann davor bin, die gefunden zu haben oder so. Glaube ich, irgendwie so mache ich das. Keine Ahnung. Wir haben mir schon was einfallen lassen. Und ich sage jetzt erstmal tschüss. Kommentiert, abonniert. Liked und all das gute Zeug. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.